Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Wunderlich. An diesem Tag wollen wir in ein ganz interessantes Thema eindringen, was vielleicht im ersten Moment gar nicht so auffällt, aber einen riesen Unterschied macht, ob man gut connected ist zu seinem Motorrad, also einen guten Sitz hat. Und genau das ist das Thema. Heute werden wir uns mal mit den Aktivkomfort-Sitzbänken der Firma Wunderlich beschäftigen. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass es einen Mann gibt, der sich Zeit genommen hat, obwohl er extrem viel zu tun hat. Und das ist an meiner Seite am heutigen Tag Felix Wunderlich. Einen wunderschönen guten Tag, Felix. Danke, dass du dir Zeit nimmst und dass wir mal über ein Thema reden können, was, glaube ich, wichtiger ist, als man im ersten Moment denkt. Und das sind die Aktivkomfort-Sitzbänke eurer Firma. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber. Ich meine, wir fahren sehr gerne Motorrad und wir fahren sehr gerne kontrolliert Motorrad. Jetzt ist natürlich immer so ein bisschen der Aspekt, wie personalisiere ich mein Motorrad? Und wir haben oftmals auch schon bei anderen Folgen bei Inside Wunderlich darüber gesprochen, wie die Entwicklung so voranschreitet. Und wie gesagt, heute dieses Thema ist eins, dass man gar nicht so auf dem Schirm hat im ersten Moment, wenn man sich aber tiefer damit beschäftigt, ein riesiges Spielfeld sowohl für Fahrer wie auch für Beifahrer bietet. Erklär uns was über dieses wahnsinnige Produkt, denn es ist verrückt. Ich durfte auch schon sehr lange darauf Platz nehmen. Hallo Stefan, herzlich willkommen bei Inside Wunderlich. Und in der Tat, heute wollen wir uns ein bisschen näher zu unseren Aktivkomfortsitzbänken unterhalten. Wie man hier im Hintergrund sehen kann, hat sich mittlerweile da ein ganz schönes Sortiment aufgebaut und hat sich jetzt auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte zu einem unserer wichtigsten Standbeine, kann man sagen, und einer unserer absoluten Kernkompetenzen entwickelt. Mhm. Warum eine Aktivkomfortsitzbank? Zum einen bieten unsere Aktivkomfortsitzbänke ein besonders, wie der Name schon sagt, hohen Komfort auf kurzen, aber auch auf langen Touren und Strecken. Mhm. Ich persönlich habe schon mal bei der Iron Butt Challenge in Thailand mitgemacht. Ja. Kann euch sagen, 24 Stunden lang am Stück fahren, 1000 Meilen waren es. Und man hat am nächsten Morgen noch Lust, wieder aufs Motorrad zu steigen, ja, und weiterzufahren. Ja. Das, den hohen Komfort, kombiniert mit einem unverfälschten Feedback. Unsere Bänke sind ein bisschen straffer, die haben einen hohen Grip, vermitteln dir ein direkteres Fahrgefühl auch. Ne? Ja. Also du hast ein super Feedback und weißt und spürst, was macht das Bike unter dir gerade. Du hast ja gerade die Iron Butt Challenge erwähnt, die du auch schon gemacht hast. Bei mir waren es ja auch die 1600 Kilometer in 24 Stunden und ich war der Glückliche, der zum Glück auch so eine Sitzbank hatte. Und ich muss es sagen, am Anfang nicht genug zu schätzen wusste, mit der Dauer des Fahrens aber natürlich extrem angenehm war und ich immer mehr merkte, okay, Moment mal, du hast früher damit gerechnet, dass dir der Hintern wehtut, es passiert einfach nichts unter dir, weil natürlich auch der Aufbau und der Unterbau praktisch spezialisiert ist dafür. Ich meine, es sieht im ersten Moment aus wie eine normale Sitzbank, hat aber so enorm viel Technik verbaut, dass ja nicht nur der Fahrer, sondern in dem Fall, und das finde ich fast noch interessanter, der Beifahrer oder Fahrerin in dem Fall auch einen ergonomisch perfekt angepassten Sitz sich machen lassen kann, beziehungsweise es den im Portfolio ja gibt. Machen lassen kann nicht. Wir entwickeln die Sitzbänke nach unseren Maßstäben und der Kunde kann dann eben aus unserem bestehenden Sortiment wählen. Mhm. Wir haben da die Möglichkeit, einmal verschiedene Sitzhöhen zu machen. Das kommt dann ganz auf die Beinlänge des Kunden an, dass wir dann beim Anhalten einen sicheren Stand erlaubt. Daraus kann er dann eben aus unserem Sortiment schöpfen und sich die passende Bank für sich raussuchen. Zum einen achten wir bei unseren Bänken auf ein integriertes Design, du hast es gerade angesprochen, es fällt nicht auf den ersten Blick auf. Mhm. Und es ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir irgendwo die Formsprache von dem Motorrad, sei es eine GS oder nachher sei es eine Doppel-R, dass wir das noch irgendwie aufgreifen und unser Produkt in das Motorradkonzept integrieren. Du hast gerade gesagt, Doppel-R. Jetzt sind wir nämlich genau bei dem Thema. Wir reden hier über eine GS, wir sind an dem Beispiel, wir fahren lange Strecken. Jetzt sind es ja nicht nur GS-Fahrer, sondern die Entwicklung, ich sag jetzt mal, für GS oder für eine 1000RR, unterscheidet die sich in irgendeiner Form, so wie ich euch eigentlich kenne, glaube ich fast nicht? Wir haben natürlich die gleichen Parameter oder die gleichen Stärken unserer Sitzbänke, wie eben die ergonomische Kontur, wie der Materialaufbau, wie die Wasserdichtigkeit.
Das ziehen wir, diese Kernkompetenzen der Aktivkomfortsitzbank, ziehen wir durch alle Modelle durch. Mhm. Aber natürlich wurde eine S1000 Doppel-R für einen anderen Zweck gebaut als eine GS, als eine F57 GS. Man nimmt den Charakter sozusagen und auf. Das nehmen wir natürlich auch mit in die Entwicklung ein. Ja. Das heißt, es ist ja eine stetige Entwicklung, die so voranschreitet. Und wir wissen auch, dass, und da solltet ihr jetzt aufpassen, denn Teil 2 wird dann extrem interessant werden, wir nicht nur über die Sitzbank reden, wenn wir sie fertig vor uns haben, sondern wir haben eine stetige Entwicklung der Materialien etc. ja auch vor uns. Mhm. Und da haben wir was ganz Interessantes schon mal hier aufgebaut, wo du mir ein, zwei Beispiele dann benennen kannst. Und wir haben vor allen Dingen dann in Teil 2 nochmal einen ganz tiefen Einblick, nämlich in die Firma. So ist es. Und wir gehen nachher noch etwas auf den Entstehungsprozess von der Sitzbank ein, wie wir das hier bei uns im Hause handhaben. Und dann später in einem zweiten Video werden wir auf die Produktion der Sitzbänke bei unserem Sattler und bei den Sitzbankspezialisten eingehen. Ich würde dir aber gerne noch ein paar Sachen zu der eigentlichen Sitzbank erzählen. Mach das, bitte. Und zwar haben wir hier eine besondere Form oder arbeiten wir bei unseren Sitzbänken mit einer besonderen 3D-Kontur, die sich die optimale Beckenposition nachher oder dafür sorgt, dass das Becken in der optimalen Position steht. Und auch hier arbeiten wir nur noch eine Hohlkehle ein, die das Steiß ein bisschen entlastet und einfach für ein angenehmeres Sitzen, gerade auf langen Touren, sorgt. Du kennst das so bei einer nicht so gut gefertigten Sitzbank. Das geht nach 1,5, 2 Stunden geht das los. Du fängst an, von links nach rechts zu rutschen und das lenkt dich ab. Und daher ist auch unsere Sitzbänke, dadurch, dass du eben diesen Effekt und diese Ablenkung nicht hast, auch ein Punkt der passiven Sicherheit. Genau da, wo wir eigentlich am Anfang drauf zu sprechen kam, wo du so sagtest, naja, man hat einen schönen Kontakt mit dem Motorrad. Ja, genau das ist das, was man braucht, um auch die Straße zu lesen und um sich eben nicht ablenken zu lassen von dem einen oder anderen Gezwicke im Körper. Ganz genau, und es lenkt dich nichts ab und dein Blick und dein Fokus bleibt auf der Straße und auf dem, was das Motorrad macht und du wirst nicht abgelenkt durch einen Schmerz oder durch einen eingeschlafenen Hintern. Wie immer eine sehr, sehr dezent aussehende, in die Tiefe gehende Lösung, die ihr euch da habt einfallen lassen. Und wir wissen, wie viel Arbeit hinter dem Produkt steckt. Wir schauen uns jetzt erstmal die einzelnen Sitzbänke an. Jetzt haben wir gerade schon die ganze Zeit über die inneren Werte gesprochen und wollen diese natürlich auch mal sehen. Wir hatten ja gerade das schöne Thema, Design ist alles und alles ist einfließend und im ersten Moment fällt es gar nicht so auf, was alles die Sitzbank positiv beeinflussen kann. Jetzt schauen wir uns mal an, wie ihr den Werdegang solch einer Sitzbank positiv beeinflusst, denn es steckt natürlich auch wieder Entwicklung dahinter. So ist es. Hier vor uns liegen die verschiedenen Entwicklungsschritte einer Sitzbank. Es geht aber grundsätzlich immer los mit Unmengen von Zeichnungen und Scribbles, wo wir versuchen, das Design zu entwickeln und das bestmöglich und am integriertesten für dieses Fahrzeugmodell zu erstellen. Ja, es gibt dann ja auch, wenn ich dir da reingritsche, es gibt ja auch verschiedenste Farben etc., um dann genau nämlich das Design wieder zu treffen. Das heißt, es geht vom Sitzbankkern ja eigentlich erstmal los, überhaupt die Richtung zu wissen, wie sitze ich bis zum Finale dann des äußeren Designs. Genau. Und ich glaube, hier sind wir jetzt so in diesem ersten Entstehungsschritt. Ne? Und hier arbeiten wir ganz genau, das ist der erste Schritt. Und hier werden auf eine Grundschale klassisch verschiedene Schaumstoffblöcke aufgeklebt. Und dann gehen wir mit Handarbeit hin und schleifen und raspeln die von uns gewünschte Kontur aus diesem Schaumstoffklotz runter, bis wir all unsere eben besprochenen Eigenschaften und so einer Aktivkomfortsitzbank vor uns liegen haben. Diese Parameter, das spricht aus Erfahrung. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Ne? Das geht ja nicht von jetzt auf gleich, sondern du feilst und machst und tust und dann setzt sich einer drauf im Idealfall und sagt, okay, das fühlt sich gut an oder das ist noch die falsche Richtung. Genau, bis hierhin sind wir allein mit Erfahrungswerten und Designs unterwegs. Dann werden die ganzen Parameter, wie man hier auch an dem Raster sieht, übertragen auf einen tatsächlichen Schäumling, der dann auch unserer Schaumstoffhärte, der sogenannten Schorhärte entspricht, übertragen. Und hier gehen wir dann hin und fangen an, Probe zu fahren. Ja, denn wir haben motorradbegeisterte Menschen in der Entwicklung bei uns arbeiten, alle begeistert, alle mit einem fantastischen Pupometer ausgestattet. Und dann werden die Testkilometer gefahren, nochmal nachjustiert und überarbeitet, bis wir
ja, mit der Bank zufrieden sind letztendlich. Mit der Bank zufrieden, allerdings auch dann noch nicht mit dem Stoff, in Anführungsstrichen Stoff, der da drauf bezogen ist, weil der muss natürlich auch ein besonderer sein. Ne? Ich meine, das geht nicht einfach so, dass du dann einen Schaumstoffkern hast und vielleicht dieser Kontakt, den wir eben schon mal angesprochen haben, über das Hinterteil gar nicht passt. Du eine extrem glatte Sitzbank hast oder eine zum Beispiel, die zu heiß wird. Das muss ich nämlich betonen, weil ich habe selber schon erfahren, wenn das Ding in der Sonne steht und du setzt dich da drauf mit der Jeans, dann glüht dir auf einmal der Hintern. Man kann es so sagen. Ihr habt da auch einfach eine große Besonderheit. Genau, so ist es. Das von dir angesprochene Problem, dem kommen wir mit einem Thermopro-Material entgegen. Mhm. Das sorgt dafür, dass in der prallen Sonneneinstrahlung die Sitzbank ungefähr 25 Grad kühler bleibt, als wenn du dann einen regulären Bezugsmaterial benutzen würdest. Mhm. Das hat so ist ein bisschen den umgekehrten Eisbärfelleffekt. Ja. Das Fell von einem Eisbär ist schwarz, absorbiert die UV-Strahlung. Hier ist der Unterbau weiß, wie man von der Rückseite auch sehen kann. Und das reflektiert eben einen hohen Anteil der UV-Strahlung. Was man ebenfalls ganz schön sehen kann, sind hier die verschweißten Nähte, die dafür sorgen, dass unsere Bezugsmaterialien immer 100% wasserdicht sind. Wasserdicht sind. So Beiwerk. Mal eben das auch noch gemacht. Aber hat natürlich einen riesen Vorteil gegenüber dem, dass der Kern dann auch geschützt ist und natürlich dementsprechend lange Haltbarkeit ist. Lange Haltbarkeit, wenn ich jetzt so eine Bank erwerbe, dann haben wir gerade gehört, es gibt verschiedene Höhen, es gibt verschiedene Arten, wie natürlich auch die Motorräder abgestimmt sind und da die Entwicklung war. Wenn ich sowas mir besorgen möchte, wie kann ich es machen? Am besten, es ist immer schwer, eine Sitzbank zu empfehlen. Das ist was, was man klassischerweise erfahren soll. Deshalb möchte ich auch hier alle Zuschauer dazu animieren. Fahrt zu unseren Premium-Partnern, da kann man die Bänke probefahren. Kommt zu uns, da kann man die Bänke probefahren. Oder wir bieten auf unsere Sitzbänke, wie auf viele andere Artikel auch, 60 Tage Rückgaberecht an. Das heißt, bestellt sie euch, probiert sie aus und falls es dann, wieder erwarten, nicht so sein sollte, wie erwartet, dann könnt ihr sie jederzeit retournieren und bekommt euer Geld zurück. Ich bin aber ziemlich siegessicher, dass da dem einen oder anderen die Bank doch ganz gut gefällt. Warum wir so siegessicher sind im Positiven gesehen und das richtige Angebot vielleicht für euch haben, das wird jetzt im zweiten Teil mal ein bisschen beleuchtet, denn es geht natürlich, wie schon gerade besprochen, um die Entwicklung. Wie entwickelt sich so eine Sitzbank eigentlich von Grund auf und wenn all das getan ist hier bei der Firma Wunderlich, wie produziert man diese? Das seht ihr in Teil 2. Ich hoffe, Teil 1 hat euch gefallen. Ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ich sage vielen Dank, Felix, für deine Zeit. Wir freuen uns auf weitere Touren mit euch. Bis dann. Dankeschön.